Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem IS6. Und ja, der IS6 hat natürlich ein Special Matchmaking, das heißt, er sieht allerhöchstens Tier 9 Gefechte, hier in dem Fall allerdings sogar Top Tier als 8er im 8er, 7er, 6er Gefecht. Und er ist alleine auf der Karte Himmelsdorf und natürlich Himmelsdorf im Modus Begegnung bietet immer viel Action. Da dürfen wir jetzt gleich erwarten, dass er auf den Hügel fahren wird. Und genau so wird es auch sein. Er dreht sofort den Panzer rum. Und jetzt geht's hoch. Und beim Gegner müssen wir mal schauen, was kann ihm so richtig gefährlich werden. Also der Löwe ist wirklich unangenehm. Tiger 2 auch. Revalorisé kann auch mal gut. Der Mutz wahrscheinlich eher weniger. Der Ferdinand dann wieder am Start. Und danach wird es dann schon dünne. Also, da sollte er gute Chancen haben, sich hier wohl zu präsentieren. Das Einzige, was gerade so ein bisschen dagegen spricht, sein Team kommt hier auf den Hügel gar nicht so mit und normalerweise ist hier immer sehr viel Gegnerteam am Start. Also das ist das Einzige aus jetziger Betrachtung, was hier so ein bisschen ungut enden könnte. Und da sehen wir schon die ersten ordentlichen Gegner. Und da kommt auch schon der Löwe hoch, aber da kommt er ihm auf die untere Frontplatte und gibt erstmal die ersten 466 Schaden raus. 560 sind da direkt abgeprallt. Und er will es nochmal probieren. Oh, sehr schön. Kurz und knackig wieder nochmal die nächste. Arti hält auch mal rein. Allerdings war der Schaden dann eher homöopathisch. IS2 macht es da schlecht, weil da oben stehen bleiben bringt gar nichts. Da muss man einfach weiterfahren. Und jetzt hat der Ferdinand gut den IS-2-Schuss da geblockt und konnte auch seines Zeichens ordentlich da wirken. Er muss hier einen Treffer nach dem anderen auf den Gegner bratzen und sein Team kommt kaum nach. Also der Gegner ist hier ganz dominant hier oben. Aber ich glaube, der Gegner hat es noch gar nicht so auf dem Schirm, dass er hier oben so auf dem Plateau alleine ist, sonst würden sie wahrscheinlich einfach mal außen entlang fahren. IS2, auch der kann mal eine ordentliche Schelle austeilen, hat man gerade gut gesehen, mit 369. Aber jetzt hat er ihn da schön getrackt und auch nochmal der nächste aufs Laufrad vorne drauf, dementsprechend hier die Zerstörung. 2300 Schaden auf der Uhr. Und er muss natürlich schauen, dass er möglichst schnell auch die Schüsse rausbekommt, weil zu lange warten wird da nichts bringen. Alle Gegner, alle Deutschen hier angewinkelt, also hier die deutsche Armee praktisch gegen sich. Und natürlich, er hält unten auf die Frontplatte drauf, aber er darf auch nicht lange warten, um einzuaimen. Jetzt zeigt der Tiger 2 hier die komplette Seite. Da konnte er ja nochmal schön reinwemsen. 2:5 steht es allerdings schon. Also der Gegner ist hier massiv im Vorteil. Jetzt kommt der Panther rum. Sehr interessant, dass der Panzer da so aggressiv vorgeht. Sehr gut. Vorne aufs Laufrad bewusst geschossen. So kann sein Team da jetzt draufhalten und den Panther rausnehmen. Das war eine sehr schöne Aktion. Genau so muss man es machen. Arti bleibt weiterhin auf dem Ferdinand und der Ferdinand, wie schon gedacht, erweist sich hier als harte Nuss. Ferdinand schießt jetzt mit HE, weil er schon merkt, ja, der andere steht da sehr gut. Der Mutz im Hinterhalt hält auch nochmal drauf und jetzt ist der Gegner hier oben rum. Wieder auf die Kette Richtung Leo, aber jetzt muss er aufpassen, hat nicht mehr viel Hitpoints. Ich habe nur noch 421, der Ferdinand kommt jetzt auch rum. Aber bevor der was anstellen kann, nimmt er den raus. Löwe kettet ihn lediglich, das ist sehr gut und auch wichtig. Nachgeladen hat er und auch wenn er den Schuss nicht mehr zum Killshot verwandeln kann, aber da muss man mal sagen, hat er ordentlich hier das Plateau gerockt. 4100 Schaden alleine hier am Gegner angebracht und wir sind noch nicht durch. Da hat der Gegner noch ein bisschen was. Sehr schön. Zurückgefahren, dass er da im Winkel draufkommen konnte.
Warten nachgeladen, jo. Und wieder vorne aufs Laufrad. Tiger kann da nichts machen. Muss da jetzt die Schüsse über sich ergehen lassen. Und nochmal. Und jetzt ist er auch final zerstört. Kill Nummer 4. Jetzt ist die Frage, kommt der Mutz noch irgendwo oder hat er sich anders entschieden? Auf jeden Fall sein Team komplett dezimiert. Also im Prinzip hier oben die letzte Rettung und nur noch der Komet. Lange Ein-Aim-Zeit natürlich und gerade so, dass er oben noch das Türmchen streift. So, Arti hat er jetzt den 1375 rausgenommen und den Komet damit ein bisschen entlastet. Der Ho ist noch ganz voll. Jetzt den ersten Treffer wirklich vom Mutz abbekommen und der fährt jetzt dem natürlich nach. Er entscheidet sich jetzt scheinbar nicht dem Oho zu folgen, sondern runterzufahren, vielleicht Richtung Komet. Vier Kills hat er, aber noch einiges hat der Gegner da am Start. Und sie sind lediglich jetzt noch zu dritt, denn der Komet mittlerweile auch durch. T-150 nicht unterschätzen, weil die Kanone ist definitiv auch nicht schlecht. Aber wenn man natürlich den gleich so zum Brennen bringt, dann ist das Thema schnell Geschichte. Kill Nummer 5. Einen braucht er noch für den Krieger. Gegner ist jetzt am Cap, ist natürlich nicht doof, damit gibt es ein wenig Druck da auf die Basis und er bzw. sein Team hier muss dahin. So, jetzt hat er eben den VK noch wahrgenommen und da setzt er jetzt mal rüber, weil dem will er auch noch eine kleine Begrüßungsschelle geben. Da ist er auch schon, aber ganz, ganz knapp, dass da der VK noch wegkommen konnte. Jetzt, wenn er dem natürlich nachfahrt, verliert er kostbarste Zeit. Deswegen lässt er den VK jetzt einfach mal gewähren und fahrt runter. Sein Oho, der steht noch gut im Saft. Der kann noch ein bisschen was. Aber guckt mal unten auf die Granaten. Er hat noch eine normale und ansonsten nur noch AEs. Klar, man kann jetzt hier bei den 6er auch noch Schaden mit HE machen, aber so richtig zwingen und drücken sind die natürlich nicht. Da würde er jetzt wahrscheinlich sehr gerne tauschen. Weite Distanz, einmal quer über die Karte. Und ja, ich habe mir schon gedacht, dass er den Blindshot nicht versuchen wird, weil ich glaube, ihm ist durchaus bewusst, dass er eben kaum mehr Granaten noch am Start hat. So, die Arti ist da im Cap. Dafür könnte man direkt eine HE-Granate mal laden. Die gute AP würde ich da nicht nutzen, aber das ist ihm wohl gerade scheißegal. Hauptsache die Cap. Und jetzt ist er alleine gegen den Rest. Und da geht die letzte AP-Schelle flöten. Jetzt hat er zwar sich den Krieger geholt, hat aber noch drei Gegner sich gegenüberstehend, den Revalorisé, den Mutz und den VK, der ja oben schon auf dem Berg ist. Drei Gegner, vier Granaten, das ist natürlich bitter. Und auch hier, man sieht, er macht nicht die Snapshots, sondern er will den ganz sicheren Schuss. Der Mutz kommt jetzt von hinten ran. Aber der fährt noch nicht drauf. So, und jetzt wartet er erstmal, bis der Mutz tatsächlich jetzt kommt.
Das ist natürlich ein kleiner Nervenkrieg, weil er jetzt eben von diesen beiden Seiten kommen kann. Ob da jetzt warten das Beste ist, was er machen kann. Gegner kann sich natürlich hier ihn da zurechtlegen und genau das macht er jetzt auch und lässt er sein. Jetzt kommt der Mutz rum, aber da mit Auto-Aim hat er ihn rausgenommen. Jetzt da der VK auch noch. Und den nimmt er direkt raus und jetzt hat er noch zwei Granaten Radley Walters für den Revalorisé. Also das kann er noch nach Hause bringen. Aber der ist nicht doof. Der macht hier auch den Schaden. Er trifft, aber lässt die 29 HP stehen. Jetzt muss die Granate sitzen, weil sonst ist die Runde durch. Und das war haarscharf. Und er bringt sie noch ins Ziel und macht den 9. Kill. 7272 Damage, 4630 abgeblockt und 2175 Basiserfahrung. Was eine Runde. Holy moly, so bringt man einen Sieg nach Hause. Ja, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.